Bhagwan, die Deutschen und der Guru erzählt die faszinierende Geschichte von Aufstieg und Fall des indischen Gurus Bhagwan, bekannt auch als Osho, erstmals aus der Perspektive seiner deutschen Anhänger. Was hat sie an dem Mann fasziniert, den sie Osho genannt und verehrt haben? Und warum haben sie alles aufgegeben, um ihrem Idol bis nach Indien und später in die USA zu folgen? In Bhagwan, die Deutschen und der Guru schafft es der Dokumentarfilmer Jobst Knigge, das Vertrauen einiger Sannyasin zu gewinnen, wie sich die Osho-Anhänger selbst nennen, und sie erzählen ihm und damit uns ihre ganz persönliche Geschichte. In dem Moment, als man vor ihm saß, war der Geist leer. Als wenn einer die Wolken weggepustet hat. Und übrig blieb einfach nur Glückseligkeit und Liebe. Damit geben sie nicht nur einen tiefen Einblick in ihr Leben mit dem charismatischen Guru in den 70er und 80er Jahren, sondern verleihen der Doku auch eine ganz menschliche Dimension. Archivbilder machen die Geschichte rund und machen es auch spannend, quasi hautnah mitzuerleben, was die Protagonisten vor 40 Jahren im Vergleich zur Gegenwart denken und was sie noch heute teilweise tief bewegt. Der Film zeichnet aber nicht nur deren positive Erlebnisse nach, er endet natürlich mit dem Fall des großen Gurus und seiner befremdlichen Assistentin Sheila, die letztlich beide im Gefängnis gelandet sind. Die 90-minütige Dokumentation Bhagwan, die Deutschen und der Guru läuft aktuell in der ARD-Mediathek und ist absolut sehenswert. Der Donau 3 FM Streaming-Tipp.